Ich möchte etwas über einen Androiden aus dem Commonwealth wissen. Ich bin verletzt und brauche Hilfe. Wie ist es im Tower? Können Sie Verstrahlung befreien? Ich würde gerne Geschäfte mit Ihnen machen. Ich habe ein paar Erste-Hilfe-Vorräte zu verkaufen. Dann mal her damit. Ich kann alles gebrauchen. Oh, wunderbar. Der teilt sich das Inventar mit Dr. Dingsbums aus Megaton. Die Energiezellen. Die 5 mm, kannst du die 5, nein, die 5 mm behalte ich. Die Magnum kannst du haben. Bopatrone 2. Boah. Alter Schawete. Energiezellen. Die Musik geht mir auf den Sack im Hintergrund, ne? Elektronenladeteil. Akzeptiere ich ja schon mal. Angepasstes Biogel habe ich nur 5 Stück. Sieh mal einer an. Elektronenladeteil. Haben wir noch 268? Würdest du jetzt vielleicht endlich, danke. 215. Haben wir noch 53? Ja, leck mich doch. Ja. Ach, weißt du was? Gleisnägel. Quatsch. Sagen wir mal 26, dann sind wir etwas drüber, was soll's. Nee, noch nicht ganz. Eins drunter. Ach, egal. Ein weiterer zufrieden. Bitte nichts kaputt machen. Wie denn auch? Außerdem geht das Zeug so kaputt. Brauche ich gar nichts machen. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Was in dem. Ach, der ist ja nicht mal wählbar. So eine Kacke aber auch hier. Nee, hier. Guck, schau. Aschepäscher. Da eine Wackelpuppe, aber die kann ich nicht mitnehmen. Na, Arschgeige. Hallo? Servus. Ja, wenn dieses Sackgesicht. Ach man, kann die zurückbomben hier? Oh, Wodka, Scotch, Bier. Keine Zuckerbomben. Ich würde Zuckerbomben klauen, wenn es welche geben würde. Dazu sieht. Ich weiß nicht, ich habe ein Alibi. Die Richtung wollte ich gar nicht gehen, da will ich lang. Dieses Gedüdel, ne? Diese Fahrstuhlmusik hier. Hallo. Okay. Morgen. Sicherheitswachmann. Guten Morgen. Da. Oh, ein Buch. Falschen. Mir doch egal. Hier bei Tenpenia kann man klauen. Die Leute haben eh genug Kohle. Kleiderschrank. Businesskleid. Schmutzig. Könnt ihr euch heute nicht waschen oder was ist los mit euch Vögel? Schlafen kann ich hier drin nicht, ne? Sie können nicht in einem Bett schlafen, das ihnen nicht gehört. Na und? Sollen die Besitzer mich rausschmeißen? Schachbrett, Schnapsglas. Ein Dieb ist im Haus. Ein Dieb. Schnell, schnappt ihn. Da vorne läuft er. Aktenschrank. Ja. Der ist leer. Michael Hartorne. Ach, der ist es. Er ist aufgestanden. Er kommt her. Scheiße. Das gehört nicht dir. Das ist meine Arschlochblödes. Gesicht! Na du Gesichtskrapfen. Dazu, seht.
Ich bin gerade am Renovieren. Brauche ich keine Hilfe. Mache ich alles ganz alleine. Kann ich wieder nicht schlafen. Saftladen hier. Bis gestern ging's noch. Nuka-Cola, 2 Stück. Hervorragend. Mein Magen knurrt wie ein bissiger Hund. Da haben sie einen Verkaufsautomaten, aber man kann das Zeug nicht kaufen. Und klauen schon mal gar nicht. Also klauen geht schon, natürlich. Da kriege ich Ärger. Ohne Ende. Oh, ein Tresor. Da kriege ich schlechtes Karma. Gar nicht gut. Obwohl, ist eigentlich egal. Oh, ein Fernseher. Kann ich den mitnehmen? Nein. Schön. Ach, Mano. Kann die Zucker bomben? Oh, ein Bad. Was würde ich jetzt für ein Bad geben? Ach, was soll's. Egal. So aufmachen. Ne, der Inhalt ist mir wurscht. Ich will nur die EPs haben. Ich bin noch EP-geil. Hallo. Hallo. Oh, Herbert Daring Dashwood. Daring, Daring, Daring. Daring. Sagt mir was. Daring heißt... Oh, Zuckerbombe. Oh, Holoband. Nehme ich. Altmetall ist mir wurscht. Zuckerbomben nehme ich. Erfordert Schlüssel. Schade. Leer. Und der Vogel ist genau vor der Tür, ne? Forschungsdatenbank. Hoppala. Meine Maus spinnt. Pass bloß auf, ey. Pass bloß auf, Freundchen. Hallo. Danke. Menschenorte Ungeziefer. Ungeziefer. Wilde Gule. Da steht nichts über Gule drin, sondern wilde Gule. Also gut. Übergeschnappte Gule. Ihre Gehirne sind so sehr verrottet, dass sie nicht mehr klar denken können. Argyle und... Achso, das ist der Vogel, der heißt so. Agile oder so ähnlich. Und ich habe unzählige Male gegen diese unglückseligen Zombie-Bastarde gekämpft. So wie Hausi, Richter, Wieselchen. Naja, ich glaube eigentlich hat es uns Spaß gemacht, sie zu töten. Als eine Art Rache gegen Gott für die Situation, in die er uns gebracht hat oder so. Aha. Robohirne. Ich muss zugeben, dass ich davon... schon immer fasziniert war. So eine geniale Schöpfung, ein Roboter mit einem Gehirn und einer sexy Frauenstimme. Natürlich, ja, selbstverständlich, habe ich mich immer gefragt, ob das menschliche Gehirne sind. Nein, das sind Rattengehirne. Wirklich die Gehirne von gut aussehenden Frauen oder sind das alles Affengehirne und Aufzeichnungen? Alles klar. Jedenfalls wurde ich mal von einer... ihrer Gedankenwelle getroffen, hatte 3 Tage höllische Kopfschmerzen. Apropos, warte, Moment mal. Da haben wir ja noch die Orte gehabt. Warte. Paradise Falls. Diese gefährlichste Müllhalde im Ödland der Hauptstadt. Die Sklavenhändler dort haben alles ohne zu zögern verkauft. Und soweit ich gehört habe, ist das heute immer noch so. Zu meiner Zeit waren sie allerdings wesentlich desorganisierter. Ihr Anführer war ein psychotischer Dreckskerl namens Herman Turley, dem man nachsagte, dass er alle Sklaven auffraß, die er nicht verkaufen konnte. Lecker. Bordell Blue Destiny. Das beste verdammte Bordell im Ödland der Hauptstadt, harter Stoff und zartes Fleisch, wurde im Sommer 49 geschlossen, als die meisten Damen an Cholera starben. Aha, schade, wäre ich vielleicht mal hingegangen. Underworld. An der Stadt der Toten oder der Untoten.
wie man sagen könnte. Underworld war und ist eine Ghoul-Siedlung, die in einer alten Kunstausstellung des Museums für amerikanische Kunst errichtet wurde. Argyle und ich waren häufiger da. Ich wurde sogar zum Ehrenghoul des Jahres 51 gewählt. Ich sollte der Stadt irgendwann wirklich mal wieder einen Besuch abstatten. Töten! Alles töten! Megaton! Eine Stadt, die um eine nicht explodierte Atombombe herum errichtet wurde. Genau meine Stadt. Megaton ist jetzt ganz gut befestigt. Aber zu meiner Zeit war es noch wesentlich verfallener. Gute Art für einen Drink oder eine Miete. Nova. Ich habe gehört, dass jetzt sogar Moriarty seinen eigenen Laden hat. Sollte mich eigentlich verwundern. Dieser Typ lungert schon hier herum, seitdem er als Kind in dieses Land kam. Aha. Rokopolis. Eine unterirdische Stadt? Was? Eigentlich keine schlechte Leistung, aber ihr Anführer, König Crack, isoliert sich zu sehr von der Außenwelt. Okay, ich habe die Sklavenhändler also versehentlich hierher geführt und diese Bastarde haben den Ort ausgebeutet. Es war wirklich ein Fehler. Was quatscht denn der? Menschen. King Crack. Wer ist denn das? Kenn ich gar nicht. Der gute alte Cracky, der König von Rokopolis, er bot mir und Argyle damals im Sommer 48 Unterschlupf im Luftschutzkeller. Leider kam es zu einem kleinen Vorfall mit seiner Tochter und wir wurden verbannt. Verbannt, genau. Ein paar Jahre später, haben wir den Luftschutzkeller wieder aufgesucht. Aber Cracky war wenig begeistert davon, dass wir die Sklavenhändler in seine versteckte unterirdische Stadt gelockt hatten. Da war ich... Was war das jetzt? Elektrischer Schlag oder was? Da habe ich Argyle zum letzten Mal gesehen, genau nachdem er mir zum 100. Mal die Haut gerettet hat. Miss Penelope Chase? Argyle, wer ist der Vogel? Der beste Diener, den man sich wünschen kann. Zäh, treu und ein verdammt guter Freund, auch wenn er wie ein Sack mit verrottetem Fleisch stank. Aber als Ghoul hat man wohl keine Wahl. Ach, das war ein Ghoul. Zuletzt habe ich Argyle vor Jahrzehnten in Rokopolis gesehen. Ich weiß, dass er immer noch da draußen ist. Irgendwo. Okay. Hermann Jurley. Sklavenhändler, Anführer und psychotischer Menschenfresser. Circa 2250. Siehe Eintrag zu Paradise Falls. Okay. Destiny, ciao. Meine liebste Destiny. Herrlichste aller Huren und Inhaber des Blut Destiny Bordells, einer bezauberndsten Damen, denen ich je die Freude hatte. Das ist ein komischer Satz. Freude zu bereiten. Leider starb sie im Sommer 49 an Cholera. Ein Ereignis, durch das Bordell für immer geschlossen wurde. Okay. Haben wir noch irgendwas? Ungeziefer? Herbert Dashwood, verdammt nett, Sie kennenzulernen. Nennen Sie mich Daring. Macht hier sowieso jeder. Daring. Daring der Mutige. Das ist mutig? Ich dachte, das heißt gewagt. Daring heißt gewagt, oder? Schweigen, sollten Sie nicht schlafen oder so? Daring der Mutige, wette, Sie mussten sich diesen Nicknamen verdienen. Kennen Sie das GNR Radiohörspiel? Die Abenteuer des Herbert Daring Dashwood? Da geht's um mich. Ja, meine früheren Jahre. Ich hatte sogar mal einen Ghoul-Diener. Sagen Sie, haben Sie schon mal einen Ghoul kennengelernt? Och, jede Menge. Ich habe schon einige umgelegt. Ja, ich kenne eine Menge Ghoule, habe auch schon einige umgelegt. Was mich noch mehr nervt an Ghoulen, sind alte Knacker, die mir Befehle erteilen. Klar habe ich Ghoule getroffen, sie versuchen auch nur, über die Runden zu kommen. Sie haben in Ihren jungen Jahren offenbar auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Mhm. Glückwunsch. Wie war das mit der GNR?
Ich weiß, dass hier Infos über den Androiden aus dem Kammel zu holen sind. Ich wette, Sie wissen ein paar Dinge über diese Ghule. Wie ist das Leben so im Tenpenny Tower? Ich muss jetzt los. Wissen Sie ein paar Dinge über die Ghule? In den Metro-Tunnels nicht weit von hier leben ein paar Ghule. Viele sind wild, aber eine Handvoll von ihnen scheint recht kontaktfreudig zu sein. Ich habe versucht, meinen Mitmenschen zu erklären, dass nicht alle Ghule Monster sind, aber das scheint sie nicht zu interessieren. Die intelligenten Ghule sollten unseren schießwütigen Beschützern fernbleiben. Wenn aber viele Wilde dabei sind, können sie die Wache überwältigen. Ja, klar, mir egal. Ich kann mich um dieses Ghul... Ich kann mich um diese Ghul-Angelegenheit kümmern, kein Problem. Überlassen Sie das lieber den jungen Leuten, alter Hase, mir egal. Es ist Ihnen egal? Das wird Ihnen vielleicht eines Tages nicht mehr sein. Ich wollte eigentlich was von diesem Vogel von Ding erfahren. Was? Der Schrank ist leer. Also gut. Krieg ich die Tür auch noch in die Fresse hier. Das so sieht. Ah, Foyer. Da wollte ich... Ja, da wollte ich eigentlich hier. Zuckerbomben. Oh, schade.